Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren X-Ray Utility Sweat Tutorial. Und in dieser Episode soll es sich um das Golden Lasso drehen von X-Ray Utility 2. Gecraftet wird das eigentlich relativ einfach aus 4 Gold Nuggets und 4 Strings und 8 XP brauchen wir dann dafür noch. Es ist aber an sich ein relativ mächtiges Item. Zum einen erhalten wir daraus ein weiteres Lasso, nämlich das Hostile Lasso. Das werde ich euch in einer der nächsten Episoden mal vorstellen. Und zum anderen ist es möglich, damit Mobs, die freundlich uns gesinnt sind, ausgenommen Villager, weil für einen Villager brauchen wir einen Vertrag. Auch da gibt es bereits ein Video, einfach mal in die Playlist reinschauen. Wir können jetzt ganz einfach mit einem Rechtsklick können wir das Schaf einfangen, können dann hier und können jetzt ganz einfach mit dem Schaf machen, was wir wollen. Dann können das jetzt hier einfach hier wieder mit einem Rechtsklick wieder rauslassen, können das hier wieder einfangen und könnten das dann theoretisch, wenn wir das einzäunen möchten, könnten wir das entsprechend zu unserer Farm dann halt auch stellen und somit haben wir da halt auf jeden Fall schon mal gewisse Anzahl an Mobs dann in unserer Mob-Farm. Oder alternativ, manchmal wird das ja auch noch benötigt, dass man halt auf jeden Fall noch ein Item hat, mit dem man, ja sagen wir es mal so, einen Spawner betreiben kann, wo jetzt ganz einfach dann das Schaf gespawnt wird permanent. Also das sind so die 2, 3 Hauptfunktionen des Golden Lassos. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, lasst einen Daumen nach oben da, bis demnächst. Ciao.